Nach 36 Jahren Spitzenpolitik und nach diesen intensiven letzten Jahren muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist einmal genug. Und deshalb kandidiere ich nicht mehr bei der kommenden Landtagswahl. Anfeindungen, Beleidigungen, Drohungen, nicht nur gegen mich selbst, sondern auch gegen mein persönliches Umfeld. Ich möchte keinen Tag als Landeshauptmann missen, aber den einen oder anderen Tag möchte ich nicht ein zweites Mal erleben.